Servus Freunde, ich bin's Kuni. Viele von euch haben sich's gewünscht und jetzt ist es endlich soweit. Wir reagieren auf Ready or Not und zwar auf den Seal-Mod. Dazu auch gleich nochmal kurz vorab, ist natürlich absolut keine Polizeilage, deswegen alles, was ich hier taktisch bewerte, ist meine persönliche Meinung, hat nichts mit der SEK-Taktik zu tun und nichts mit Internas zu tun, ist meine persönliche Meinung, mein militärisches Grundverständnis und mein Verständnis, wie man sich in der taktischen Lage bewegen sollte. Ja, das weicht natürlich im militärischen Bereich und im polizeilichen Bereich, im Terrorkampf oder so oder im Orts- und Häuserkampf definitiv voneinander ab. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, wir gehen direkt rein, weil wir haben hier definitiv viele Sachen, über die wir gut sprechen können. Die Annäherung ans Haus kann man sicherlich ein bisschen besser machen. Man muss wieder aufpassen, dass sich hier nicht irgendwelche Feuerlinien kreuzen, dass ich mit meiner Waffe auf niemand anderes ziele. Grundsätzlich ist es aber so, wir wollen schnell zum Haus, wir sichern uns kurz gegenseitig, wir vernachlässigen Sicherungsbereiche und wir priorisieren Sicherungsbereiche. Ja. Hätte man besser machen können, ja, es ist richtig. So, Sprengladung wurde platziert, danach wird in Deckung gegangen. Je nach Sprengladung muss die Deckung ein bisschen weiter weg sein oder halt ein bisschen dichter dran. So ist es ganz in Ordnung. Hier wird schon der, ich schätze mal, es ist ein Bang, also ein Flashbang gezogen. Und der Vordermann muss das natürlich auch wissen. Das heißt, grundsätzlich gibt es dafür auch taktische Zeichen, dass ich den gezogen habe. Den kann ich vorher zeigen und dann wird er geworfen. Bang. Da hat er ein bisschen lange gedauert. Das hätte man im Buddy-Team ein bisschen besser machen können, dass man ein bisschen schneller und dichter zusammen ist. Grundsätzlich aber eine Top-Sache. Taschenlampe ist mega, wird gut eingesetzt. Also wir haben natürlich taktische Zeichen, um nonverbal zu kommunizieren. Und das ist eine nonverbale Kommunikation gewesen, um halt zu checken, wer befindet sich in dem Raum. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir natürlich taktische Zeichen haben, miteinander zu kommunizieren. Wenn ich keine Antwort bekomme, dann weiß ich, dass es definitiv keiner von meinen Jungs ist. Keine Antwort bekommen, Flashbang rein, danach wird der Raum gesichert und danach werden sofort wieder neue Sicherungsbereiche eröffnet. Hier haben wir zum Beispiel zwei. Das ist einmal die Tür und einmal die Treppe. Jetzt ist es so, dass sich der Kollege hier in der Ecke, der jetzt gut aufgefächert hat, für den Sicherungsbereich der Treppe entscheidet, weil einfach da schon kein Sichtschutz mehr zwischen ist. Ja, natürlich ist auch eine Tür ein Gefahrenbereich, aber eine Treppe ist halt eine offene Stelle und alles, wo ich gesehen werden kann, ist immer unsicherer als der Punkt, wo ich nicht gesehen werden kann. Außerdem gehe ich mal davon aus, dass die beiden Jungs jetzt hier gleich auf die Tür umschwenken werden. Jetzt wurde mit der Taschenlampe quasi markiert, dass die Tür zuerst geöffnet wird und dass die Treppe danach genommen wird. Das heißt also, wir sehen hier, die Jungs werden jetzt in ihrem Trupp erst alles unten sicher machen. Sicherung wird gehalten. Das darf nicht passieren. Auf keinen Fall, wenn ich eine Sicherungsposition habe, die so wichtig ist, weil auch die Treppe offen ist, darf ich kurz umschwenken. Ja, das heißt, ich habe meine Sicherung und eigentlich darf ich schon am besten Fall, natürlich muss ich ab und zu mal vielleicht kurz lunzen, aber immer, wenn ich lunze und kurz rüberschaue und rüberschiele, kann es jetzt sein, dass sich bei mir was verändert. Und ich bin dafür da, hier geht es um den Motor, meine Jungs zu sichern, deswegen muss ich mich darauf verlassen, dass links alles läuft. Ja, und ich muss dann meinen Sicherungsauftrag auch wahrnehmen. Das ist top. Der Junge kommt mit der Sprengfalle, also mit der Sprengfalle, mit der Sprengladung raus, mit dem Zünder. Der Sicherungsschütze kommt hinterher, hat immer den Blick auf der Tür. Das ist mega. Und gesprengt. Sehr gut. Und jetzt sehen wir hier schon, die Sicherung der Treppe wird vernachlässigt. Wir haben ja eben gesehen, dass einer von uns noch hinten links stand quasi. Das kann man so machen. Wenn der jetzt nachzieht, müsste der sich natürlich immer mal wieder umdrehen, um die Tür zu sichern. Es ist in so einem militärischen Einsatz was ganz anderes als in der polizeilichen Lage, wo man Sachen statisch hält, weil wir jetzt einfach sagen, okay, wir sichern unten komplett. Natürlich kann man dann umlaufen werden und so weiter und so fort. Aber man hat natürlich einen ganz klaren Auftrag. Und wenn jetzt sich einer umdreht und die Rückwärtsbewegung sichert, damit uns keiner hinten reinläuft, auf gut Deutsch gesagt, kann man das definitiv so machen. Immer schön zu zweit in den Raum, ist top. So, jetzt haben wir hier natürlich hier die Krux. Unsere Jungs sind gerade nach links gelaufen.
Hier ist links eine Tür, hier ist gerade eine Tür. Jetzt haben wir eben gesehen, unser Buddy hier rechts zielt schon auf die Tür. Das heißt, wir könnten uns um diese Tür hier kümmern. Und jetzt müssen wir mal schauen, was die Jungs machen. So, da war wieder ein taktisches Zeichen. Wir wissen also, in diesem Raum sind meine Jungs, deswegen kann ich die Tür vernachlässigen. Diese beiden Räume, wo die Jungs vorher links abgebogen sind, haben also Anschluss zueinander. Das heißt, die Tür links kann ich vernachlässigen, kann mich um die Tür rechts kümmern. Was wirklich mega ist, ist die Taschenlampenführung, weil die Taschenlampe wird angemacht, es wird was markiert oder es wird geguckt, ob ich was ich drauf habe, dann wird wieder ausgemacht. Weil das Ding ist, natürlich gibt mir die Taschenlampe Licht, aber die Taschenlampe ist auch wie Leuchtreklame. Das heißt also, ich als Täter, wenn ich sehe, da sind Lichtkegel und ich sehe, wo die Lichtkegel herkommen, würde grundsätzlich erstmal auf die Lichtkegel schießen. Ja, also ich muss dafür jetzt den Mann oder die Frau, die dahinter steht, nicht sehen. Wenn mich der Lichtkegel gerade ansteint, dann weiß ich, dahinter muss jemand stehen, eine Waffe in der Hand hat. Also schieße ich einfach drauf. Deswegen ist es immer gut, damit zu arbeiten, zu sagen, ich markiere was oder ich habe kurz was drauf. Okay, ich gucke mir das an, alles klar, ich mache das Licht wieder aus. Und dann kann man mit der Taschenlampe auch megamäßig gut kommunizieren. Da haben wir den Mann, den ich vorhin meinte, der ist nachgezogen und hält die Sicherung hier aufrecht, damit uns keiner hinten reinläuft. Ist eine Top-Sache. Da ist der Abstand ein bisschen zu groß, das müsste viel, viel schneller gehen, dass wir wirklich im Buddy-Team unterwegs sind. Gun secure. Aufbau ist gut, von hinten wurde das taktische Zeichen gegeben, alles ist ready, Tür wird geöffnet. Was hier echt gut ist in dem Spiel, ist die Waffendisziplin. Jetzt zeigt die Waffe wirklich vernünftig nach unten, ist im Low-Ready-Modus oder halt im High-Ready-Modus, ist top. Gegenüberliegende Türen zu sichern und zu nehmen, ist wirklich schwierig, ist eine taktische, ja, kleine Herausforderung, jetzt auch nicht super Herausforderung, aber man muss halt schauen, dass man sich auch da nicht gegenseitig in die Feuerlinie rennt, dass man das vielleicht richtig priorisiert, dass man es vielleicht zeitgleich macht, damit man einfach nicht aus der anderen Tür bekämpft werden kann. Light stick out. Auch mega gut, dass einer die Tür checkt. Das kann immer sein, dass jemand hinter der Tür steht. Man kann die Tür natürlich aufkicken. Ja, das ist dann, kann man ein bisschen sicher gehen, dass keiner dahinter steht. Grundsätzlich ist es aber so, wenn die Tür gegen die Wand schlägt, kommt die halt auch für eine Pechers Postwende wieder zurück. Das sind so Kleinigkeiten, da könnte man jetzt ein bisschen viel, viel mehr zu sagen und sagen, was man hätte noch besser machen können, wie man sich bewegt. Das lassen wir jetzt aber erstmal einfach so laufen. Räume alleine sicher machen ist echt eine schwierige Geschichte, würde ich auf jeden Fall von abraten. Natürlich ist es so, wenn man jetzt nur mit 6 oder 8 Leuten unterwegs ist und hat so ein riesiges Haus. Ich weiß, man muss Prioritäten setzen, aber im Optimalfall immer versuchen oder eigentlich immer zu zweit in den Raum. Das war gut. Man sieht auch, so ein richtig taktisches Konzept haben die
Jungs jetzt nicht. Also es gibt zum Beispiel so, natürlich ist es immer Leben in der Lage, du kannst immer in den Raum reinkommen und du musst umswitchen, weil du vielleicht schon was vorher siehst oder sowas. Eigentlich ist es immer so, dass man versucht, möglichst gleich in die Räume zu gehen. Je nachdem, von welcher Seite man kommt, gibt es verschiedene Szenarien etc. pp. Und wenn man in einer eingespielten Einheit ist, sollte man das auch so trainieren. Hier ist das so ein bisschen, es sieht gut aus, es läuft auch in vielen Fällen gut, dass er dann hinter die Tür schaut, aber es ist ein bisschen auch Freestyle. Camlight out. Light stick out. Da haben wir es wieder, High Ready Position. Das dauert viel zu lange, egal welche Taktik ich fahre, egal welche Einheit ich bin. Wir wollen zu zweit in den Raum und das dauert definitiv zu lange. Da muss ich an meinem Buddy dran sein, weil egal in welche Richtung der jetzt geht, in welche Richtung der jetzt sich hat, der wird eine Seite komplett frei haben. Die Taschenlampenkommunikation hier ist echt gut. Ich würde mich auf keinen Fall so positionieren, weil ich jetzt genau in der Flucht der Tür stehe und er hat jetzt die Tür jetzt hier 30 Mal markiert. Das heißt, wir hätten uns eh schon links und rechts aufgebaut und wenn man hier dann vorne an die Ecke geht, um die Ecke zu sichern, okay, aber ich würde nicht einfach jetzt hier frontal in der Tür stehen und nicht alleine reingehen. Das ist aber gut, dass er das macht, weil jetzt steht sein Buddy an der Ecke, hat einen Sicherungsauftrag und er sichert ihm den Rücken und schaut natürlich auch mal nach hinten, weil das ist halt das gefährliche Mäuserkampf. Gefahr kann von überall kommen. Das soll es tatsächlich auch von meiner Seite zu dem Spiel gewesen sein. Es ist wie gesagt grundsätzlich so, ich hätte natürlich auch noch viel mehr sagen können, aber dann sitzen wir hier halt auch eine Stunde. Und ich denke, dass das so in einem vernünftigen Rahmen immer ganz gut ist. Wir haben wieder viele Sachen gesehen, die sehr, sehr gut sind. Wir haben zwei, drei Sachen gesehen, die man hätte besser machen können. Man könnte auch noch mehr dazu sagen, wie man sich dann im Flur bewegt, wenn man nicht an der Tür steht. Man könnte noch mehr dazu sagen, wo die Waffe hin muss etc. pp. Führt aber auch alles immer ein bisschen zu lang. Und so ist es halt so, das Spiel, muss ich sagen, im Vergleich zu dem Call of Duty, ist schon echt gut. Die Taschenlampendisziplin, die teilweise auch die Mündungsdisziplin ist wirklich sehr, sehr gut und die Kommunikation, die nonverbale Kommunikation war auch mega. Also dazu muss ich echt sagen, sehr, sehr cooles Spiel, habe ich persönlich noch nicht gespielt, aber so lassen wir das jetzt auch einfach erstmal stehen. Danke fürs Zuschauen. Schaut gerne auch bei den anderen Videos vorbei, auch gerne bei den anderen Reactions, bei dem Call of Duty, bei K11 oder sonst irgendwo. Lasst gerne ein Abo da, lasst für dieses Video hier gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was euch noch aufgefallen ist oder lasst uns gerne ein bisschen in den Austausch gehen. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wir sehen uns bei der nächsten Reaction, bei dem nächsten coolen Projekt oder beim nächsten coolen Video. Dankeschön, euer Kuni.